herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, es ist eine sehr lange Zeit her. Irgendwie, ich glaube, mein letzter Stand war, dass ich den zweiten Teil von meinem Urlaubsvlog rausbringen wollte und das ist einfach nicht passiert. Das war, glaube ich, jetzt mittlerweile schon vor 3 oder 2 Monaten. Super! Also, ich kann mich eigentlich gar nicht rechtfertigen. Ja. Ich werde irgendwann mal die Zeit aufbringen und meine kompletten Videos schneiden. Ich habe so viel gedreht im Urlaub und leider konnte ich das aus ganz, ganz vielen privaten, persönlichen Gründen einfach nicht zu Ende bringen. Ja, und jetzt dachte ich mir so, ja, soll ich etwas schneiden oder einfach jetzt vielleicht weiter filmen? Und habe mich jetzt einfach dazu entschlossen, die Kamera in die Hand zu nehmen und euch mal jetzt von meinem Leben zu berichten. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel passiert. Ich muss auch sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass ich nicht so konstant Videos mache. Ich weiß natürlich, wo der Grund liegt oder es gibt verschiedene Gründe. Man darf ja nicht vergessen, für mich ist YouTube ein Hobby, was ich auch letztes Jahr so ein bisschen für mich entdeckt habe. Ich verdiene kein Geld damit. Und ich hatte einfach für dieses und sehr, sehr viele andere Hobbys gar keine Zeit, weil ich sehr, sehr viel arbeite. Und ich habe meine Arbeit jetzt ziemlich runtergedreht. Also ich habe sehr viel Zeit und freue mich, dass ich jetzt zum Semesterstart wieder ein bisschen meinen Hobbys nachgehen möchte, kann, zeitlich. Was ich halt nur noch kurz sagen wollte, ich finde es so ein bisschen schade, weil ich das Gefühl habe, dass ihr gar nicht so die Möglichkeit habt, mich so als Person kennenzulernen, weil ich glaube, das ist viel cooler, wenn man halt Videos schaut und schon ein bisschen so weiß, wie die Person tickt. Und das sind immer so große Zeitsprünge, ich verändere mich auch immer. Naja, aber Leute, wir machen das. Also ich habe voll Bock irgendwie wieder. Und ja. Das ist auf jeden Fall ein tolles Hobby von mir. Aber jetzt sitze ich euch erstmal, wo ich mich hier befinde und was passiert ist. Also, ich bin aus dem Urlaub zurückgekommen, habe auch sofort wieder angefangen zu arbeiten. Dann war ich nochmal im Urlaub und dann bin ich umgezogen. Jetzt sitze ich in meiner neuen Wohnung hier und ich gebe euch jetzt eine Roomtour. Starten wir. Also in dieser Wohnung ist, ich bin übrigens mit meinem Freund zusammengezogen, das habe ich euch auch nicht erzählt, glaube ich. Genau, und diese Wohnung ist viel nicht vollendet. Ich bin letzte Woche umgezogen. Hier steht noch mein Koffer. Ich war bei meinen Eltern zu Hause. Hier ist die Eingangstür und dann kommen wir ins wunderschöne Badezimmer. Also es ist wirklich mein Herzstück dieser Wohnung, dieses Badezimmer. Genau, wunderschöne Fliesen und alles saniert. Das ist schön. Das ist sehr, sehr schön. Dann kommt man hier weiter. Hier in die Küche. Das ist die Küche. Wir haben vorhin noch gefrühstückt. Das ist voll unangenehm, oder Leute? Ich räume das jetzt mal weg für euch. Die Küche. Ich möchte so gerne einfach Kochvideos auch drehen für euch, weil ich jetzt ein bisschen mehr koche. Hier ist meine Kaffeemaschine. Die ist von Gastrobug. Ich kann die euch sehr ans Herz legen. Also bisher kommen wir super mit der klar. Und hier haben wir sehr, sehr viel Stauraum auch in der Wohnung für unsere Waschmaschine und das ist halt einfach wie so ein Abstellraum, ne? Dann ist hier das Klo. Kommt man jetzt ins Wohnzimmer rein. Genau, das Sofa finde ich cool. Ich liebe das Sofa. Die Ecke mag ich auch. Hier habe ich ein paar Sachen einfach von meiner alten Wohnung auch mitgenommen. Und jetzt, Leute, kommt der Esstisch und ich muss euch sagen, es ist einfach nicht meins. Wirklich, also ich habe den Couchtisch schon zurückgegeben, da hat Patrick mir, also da musste er auch echt viel mit mir durchmachen, weil ich immer sehr, sehr pingelig bin, was es so angeht, Wohnungseinrichtung. Der Couchtisch hat gar nicht reingepasst und dann musste er mit mir sehr weit von Wien halt rausfahren, damit wir den wegbringen können. Das ist unser Schlafzimmer und jeder hat seinen Abteil im Kleiderschrank, wir haben noch kein Bett. Das ist auch etwas, was ich euch erzählen wollte, wir haben leider sehr viele Schwierigkeiten mit unserem Lieferdienst vom Bett gehabt. Wir haben ein Bett über immer bestellt. Ich sage euch das nur, weil ich sehe, dass sehr, sehr viele Influencer Werbung darüber machen. Finger weg davon. Also ich habe gerade meine Bestellung storniert, weil wir solche Probleme mit dem Kundenservice haben. Unsere Lieferung kommt nicht an. Sie konnten uns gar nichts genau sagen und auch die aktuellen Kommentare im Internet sind sehr, sehr schlecht über den Service. Also bitte, ich bin selbst ein bisschen drauf reingefallen. Ich dachte mir so, oh, alles super. Nein. Mm-mm. Unser Spiegel, den habe ich natürlich mitgenommen, mein Spiegel, sicher. Dann ist das Patricks Abteil, also mit dem Zockerstuhl und mit seinem Schreibtisch. Das versuche ich irgendwie auszublenden. Und dann kommt hier so meine weiße Ecke. Heute müssen wir viel organisieren, auch unbedingt Druckerpatronen. Könnt ihr mir einen guten Drucker empfehlen? Meiner ist zwar nicht alt, also der ist wirklich nicht alt, aber diese Druckerpatronen sind so teuer.
Und die halten einfach auch überhaupt nicht lange. Und ich möchte halt nicht immer so viel Geld dafür ausgeben. Ja, auf jeden Fall muss ich ein Paket wegbringen. Ich muss drucken, einkaufen gehen, kochen und für die Uni was vorbereiten. Bei mir startet am Freitag die Uni. Und ich habe jetzt auch meine neue Praxisschule bekommen. Und ich möchte einfach so ein bisschen alles vorbereiten, auch für die Schule. Ich habe ein neues Laminiergerät und da werde ich euch auch mitnehmen und euch das, also zeigen, alles. Ich habe das noch nie verwendet. Ich möchte unbedingt die Woche so ein Back-to-School-Haul machen. Ich warte noch auf ein paar Sachen. Ich bin da mal voll irre und kaufe immer so voll viel Kram. So, das ist mein Outfit. Wir machen uns jetzt auf den Weg und viel Spaß beim Vlog. Meine 1000 Duftkerzen erstmal ausmachen. Ich bin jetzt wieder zurück. Ich habe Druckerpatronen für meinen Drucker gekauft und ich war bei John Harris Fitnessstudio. Ich habe mich dazu entschieden, mein Studio zu wechseln und ich weiß, es ist sehr, sehr teuer. Also es ist ja auch ein sehr exklusives Fitnessstudio. Man hat Wellness drin, man hat Kurse, aber ich denke und hoffe, dass ich das auf jeden Fall für mich nutzen werde. Voll aus der Puste, Leute. Ich bin einfach so happy, einen Fernseher zu haben. Ich hatte jetzt 2 Jahre keinen Fernseher und meine Eltern haben uns früher immer ProSieben und so einen Scheiß alles nicht erlaubt. Und jetzt habe ich endlich ProSieben. Guten Morgen, heute ist Dienstag. Eine Freundin kommt heute zu mir, ich gehe heute ins Fitnessstudio das erste Mal. Und jetzt putze ich hier einfach ein bisschen, weil ja, ich will einfach so ein bisschen die Wohnung noch einrichten und alles. Oh, Leute, manchmal fallen mir einfach keine Wörter ein. Ich möchte jetzt einfach ein bisschen die Wohnung aufräumen, bevor sie kommt, damit das ordentlicher aussieht. Wir haben uns gestern über Amazon übrigens ein Bett bestellt. Also wir haben die ganze Emma-Bestellung storniert und ich hoffe, dass das Bett auch cool ist und auch ja, in Ordnung ist. Aber eigentlich hat Amazon sehr, sehr günstige Matratzen. Ja, viel günstiger als bei IKEA. Genau. Gestern angefangen, mich ein bisschen zu organisieren für die Uni. Und ich habe für meine Hospitation sowas richtig, richtig Süßes erstellt. Ich habe jetzt ein Laminiergerät. Ich habe das gestern ausprobiert. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, weil das nicht so teuer war. Und ich habe so kleine Lobkärtchen gemacht. Ich trage hier mein wunderschönes Titanic-T-Shirt. Das hat mir Anja geschenkt. Ich liebe das. Man sieht jetzt gerade nichts, aber ich schaue immer Kika. Weil das war einfach früher mein Lieblingssender, Kika. Und ich hatte das jahrelang nicht mehr. Und deshalb schaue ich das immer. Jetzt alles sauber gemacht, geputzt, Müll rausgebracht. Und bin jetzt auch bereit hier für einen Besuch. Wir haben uns so einen Putzplan gemacht. Ich zeige euch das mal. Und da sammeln wir quasi so Striche, wer was gemacht hat. Ich finde das eine mega süße Sache irgendwie. Also wir haben das jetzt so ausgemacht. Wer die meisten Striche von uns hat, kann sich vom anderen zum Essen einladen. Und ich finde das eine super süße Idee. Ich kenne ja meinen Freund, also er ist wirklich jetzt eigentlich nicht so jemand, der jetzt nichts machen würde. Also er macht auch wirklich viel im Haushalt. Ich gehe jetzt ganz spontan meine Nägel machen. Wird mal wieder Zeit. Die sind mir alle abgefallen letzte Woche. Und ich nehme euch mit. Ich mache eigentlich immer dasselbe. Mal sehen. So, das ist mein Outfit. Man kann jetzt wieder lange Hosen tragen. Und ich komme dann immer mit meinen Mom-Jeans. Ich sage euch, ich bin Experte in Mandelkroissants. Und hier bei der Maria-Hilfer-Straße gibt es einfach das Beste. Habe ich mir jetzt gegönnt. Ich bin jetzt fertig mit den Nägeln. Ich finde, die sind richtig, richtig schön geworden. Und ich mache es eigentlich immer so natürlich. Genau, und da war ich noch bei DM. Und ich zeige euch mal, was ich gekauft habe. Ich habe einmal ganz normales Spezialsalz. Ich finde das tatsächlich bei DM alles ein bisschen günstiger. Manchmal als im Supermarkt. Billa ist ja auch sehr überteuert. Dann habe ich ganz normale Topfreiniger mitgenommen. Wattepads. Ich habe da mal diese großen mitgenommen. Ich glaube, ich komme ein bisschen besser zurecht mit denen.
Dann habe ich das hier gefunden bei DM. Ich glaube, das ist neu. Und ich will das einfach mal ausprobieren. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist, vielleicht ist das ein bisschen sanfter. Ich, keine Ahnung, Leute. Ich schaue immer, was wirklich funktioniert für meine Haut. Dann habe ich mir eine Nachtcreme mitgenommen, die mir auch hoffentlich ein bisschen Feuchtigkeit spendet. Und einfach so ein Duftspray fürs Badezimmer. Genau, da gab es noch Pfirsich, aber mir war wirklich schlecht, als ich dran gerochen habe. Und ich glaube, das geht so. So, das war's schon mit meinem Video. Ich hoffe, euch hat alles gefallen und ihr hattet Spaß und freut euch auf das nächste Video. Ich wünsche euch eine gute Nacht und einen schönen Abend noch. Tschüss!